Willkommen zu diesem Word-Tutorial. Ich möchte dir zeigen, wie man in größeren Arbeiten Quellen angeben kann und diese am Schluss in einem Quellenverzeichnis übersichtlich darstellen lassen kann, das wie gewohnt in Word vollautomatisiert. Um eine Arbeit redlich zu schreiben, musst du alle Ideen oder auch Zitate, die du irgendwoher hast, angeben, woher diese Idee stammt oder woher du das kopiert hast, also die Quelle angeben. Wenn wir beispielsweise die Idee von diesem Artikel hier von Wikipedia herausgeschrieben haben, dann gebe ich am Schluss des Artikels hier die Quelle an. Dazu kann ich auf das Menü Referenzen gehen und kann sagen, ich möchte ein Zitat einfügen und sage hier eine neue Quelle hinzufügen, die ich noch nicht habe. Und jetzt gibt es hier eine Auswahlmöglichkeit, woher man die Information haben kann, zum Beispiel von einem Film oder von einer Aufführung, Theater beispielsweise, von einer elektronischen Quelle, von einer Webseite, aus einem Buch oder Zeitungsartikel etc., aus einem Bericht und so weiter. Ich sage jetzt, ich habe meine Information von einer Webseite und zeige euch rasch, wo ich das jetzt hergeholt hätte. Also ja, beispielsweise diese Seite in Wikipedia, wo ich das Wort Projekt gegoogelt habe und jetzt hätte ich hier diesen Text übernommen. Dazu kann ich einerseits mal den Link hier oben kopieren und den in Word hier unten als URL einfügen mit Ctrl-V oder mit der rechten Maustaste und einfügen. Name der Webseite wäre Wikipedia im Jahr 2020. Jetzt haben wir Mai, der Tag wäre der 19. als Beispiel. Wenn bekannt ist, wer den Artikel geschrieben hat, kann ich auch das hier noch ergänzen als Beispiel. Und jetzt kann ich sagen, okay, diese Informationen brauche ich und jetzt macht er mir hier einen Verweis, Wikipedia 2020, das wäre die Quelle, woher ich das habe. Dann habe ich hier einen neuen Artikel, auch da gebe ich eine Quelle an und ich sage mal, ich hätte das hier von dieser Webseite genommen. Also gebe ich auch hier, kopiere ich den Link. Der Titel ist Themenspezial Coronavirus. Das heißt, ich füge hier wieder ein Zitat ein, wieder Webseite, der Name ist gesundheit.de Vielleicht ist hier sogar der Autor bekannt dieses Artikels. Nicht. Häufig steht der drauf, dann kann man den natürlich auch noch hinzufügen. Dann sage ich okay. Den nächsten Artikel. Habe ich aus einer Zeitung gefunden. Dann füge ich als Quelle beispielsweise einen Zeitungsartikel an. Der Autor heißt Hans-Peter Hugendobler. Der Titel des Texts war Gesundheit und ich. Zeitungsname St. Galler Tagblatt. Im Jahr 2020 auf der Seite 12 im Tagblatt war dieser Artikel zu finden. Hier sagen, okay, dann sieht man hier den Autor und das Buch. Und jetzt würde sich so das Ganze füllen, wenn ich aus dem gleichen Buch oder vom gleichen Ort zweimal etwas geholt habe und ich sage hier Zitat einfügen, dann seht ihr, sind die Quellen, die ich schon gebraucht habe, alle wieder hier oben drauf. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich habe hier nochmals etwas aus diesem Artikel herausgenommen. Und wenn ich jetzt so meine Quellen festgelegt habe im Dokument,
Dann kann ich am Schluss ein Quellenverzeichnis einfügen. Ups, das ist noch etwas drin. So, ein Quellenverzeichnis einfügen. Das funktioniert ebenfalls hier. Ich kann hier sagen, das Literaturverzeichnis möchte ich einfügen. Dann gibt es so verschiedene Formate, die möglich sind. Ich sage einfach das oberste Literaturverzeichnis. Und jetzt seht ihr, ist hier alles aufgelistet, was an Quellen von mir benutzt wurden. Was ich da genommen habe, das wird jetzt schön aufgelistet. Und ich habe ein Quellen- bzw. Literaturverzeichnis. Ich kann dem, wenn ich möchte, auch Quellenverzeichnis sagen. Ich kann auch sagen, ich möchte keine Nummerierung oder schon. Das spielt nicht so eine Rolle. Also hier sind Formatierungen wieder möglich. Wichtig ist, bevor du die Aufgabe ganz am Schluss dann abgibst, dieses Dokument, aktualisiere dieses Quellenverzeichnis nochmals, indem du hier oben sagst, aktualisieren, dann schaut er nochmals, ob alle drin sind, bringt sie wieder in die richtige Reihenfolge und dann hast du das am Schluss korrekt.